heute im Trail-Magazin Trail-Shoe-Test der Craft Endurance Trail. Die Herstellerangaben: der Craft Endurance Trail kostet 159 Euro, hat 9 mm Drop und wiegt in der Mustergröße 42,5 290 Gramm. Ja, ich glaube, man sieht es schon, wenn ich ihn so in der Hand habe und sehe die Silhouette des Schuhs. Es ist ein sehr, sehr spezieller Schuh, rein optisch speziell. Man sieht, da ist ordentlich Mittelsohlenmaterial vorhanden. Und im Prinzip sind wir uns noch nie mal so sicher, wie viel Trailschuh das wirklich ist. Der Endurance Trail, der basiert eigentlich auf einer Straßenlaufversion von Craft. Gröbere Bereifung sozusagen drauf. Man könnte vielleicht so sagen, wenn man Rennrad und Gravelbike so als Vorbild nimmt, es ist so ein Gravelschuh. Das ist eigentlich vielleicht eine ganz, ganz gute Beschreibung. Nichtsdestotrotz, auch wenn das vielleicht nicht der technisch versierteste Schuh ist, er hat uns sehr, sehr beeindruckt, positiv beeindruckt. Ja, ich möchte eigentlich direkt zu den Stärken kommen. Und die Schwächen dabei natürlich nicht vergessen. Aber es ist auch wiederum so, es ist eben ein spezieller Schuh. Es ist nicht unbedingt ein Allround-Trailrunning-Schuh. Was der Endurance Trail faszinierend gut kann, ist Rollen. Er hat einen unfassbar tollen Vortrieb. Dafür sorgt eben die Mittelsohlenkonstruktion und dann sicherlich auch in Kombination die 9 mm Sprengung. Es drückt ein im Flachen, so bei wirklich flotten Läufen im Flachen und im welligen, kupierten Gelände so richtig nach vorne. Also ich hatte den Schuh an und bin so auf Trails und auf breiten Schotterwegen bei uns am Fluss entlang gelaufen und ich dachte, wow, cool, toll, wie ich Geschwindigkeit einfach aufbaue, ohne dass ich mich so richtig gefühlt anstrengen muss. Also der wirft einen, der schmeißt einen so richtig ins Tempo rein. Coole Dynamik. Eine zeitgenössische Rocker-Geometrie, würde ich sagen. Und ein Langstreckenläufer. Ein Langstreckenläufer für Asphalt, für Schotter und für Feldwege. Da ist er zu Hause, da rollt er. Also wer heute sagt, hey, ich brauche einen Schuh für einen Hermannslauf, hey, ich brauche einen Schuh für einen Rennsteiglauf, da sag ich direkt, ich habe einen Tipp für euch. Der Craft Endurance Trail. Das ist der richtige Kollege für euch. Läuft? Ja, okay. Also, viel Flow, viel Laufkomfort und alle Fußformen, also egal ob breit oder schmal oder dazwischen drin, finden auch bequem Platz in dem Schuh. Er liegt nicht super konkret jetzt an. Also das ist jetzt alles andere als irgendwie so ein sockenartiger Race-Schuh. Das ist er nicht. Man hat da wirklich viel Platz. Und wer ins technische Gelände kommt, der hat im Prinzip auch zu wenig Stabilität. Da ist er nicht dafür da. Da verrate ich euch aber, dass von Craft im Laufe des Jahres noch ein weit, weit alpinerer Schuh kommt, der technische Sachen dann auch besser löst. Dafür ist er nicht da. Aber ich sag mal so, wer von euch einen rollenden Schuh braucht für so Alltagstrainingsläufe, auch für diese ganzen Long Runs im leichteren Gelände, der muss das Ding unbedingt testen. Also wirklich, es ist ein Schuh, den es in der Art auch noch nicht gab. Er hat einen ganz, ganz eigenen dynamischen Charakter. Ich möchte euch trotzdem was zum Außenprofil sagen. Da ist schon ein Profil da. Das ist eine Eigenentwicklung von Craft. Man hat da schon, sag ich mal, Stollen rangeklebt, ja, und der hält auch. Also ihr könnt da wirklich ins Gelände, vielleicht nicht im tiefsten Morast oder im gröbsten Felsenmeer mit dem Ding laufen, aber grundsätzlich ist der natürlich absolut geländetauglich. Man sieht es ja. Mein Fazit zum Craft Endurance Trail: ein neuer Lieblingsschuh. Ein Lieblingsschuh für flotte Landschaftsläufe, für
durchaus auch lange Läufe, die auch in Ultradistanzen enden dürfen. Ja, tolles Teil. Ein Tipp.